Hallo zusammen bei der Filmfabrik. Ich habe wieder ganz hohen Besuch, nämlich die Pega aus dem Film 300 Worte Deutsch. Einige kennen dich mit Sicherheit auch aus Türkisch für Anfänger. Kein Ohrhasen hast du auch mitgespielt, also ein Gesicht, was wir kennen. Und bei 300 Worte Deutsch spielst du die Lale, die mal Kopftuch trägt und mal nicht. Das ist eine schöne Rolle. Du musst nämlich dafür sorgen, dass einige Damen Deutsch lernen können, ja, da sollen, genau, müssen. Da geht's um die nicht die Einbürgerungstests, aber es gibt so Sprachtests, wenn man eine Familienzusammenführung erwirken will. Also wenn in unserem Fall, wir haben da so eine Gruppe von Importbräuten, sagt man, es gibt arrangierte Ehen. Ich finde dieses Wort und alleine schon Wahnsinn, so stark. Ne? Import, Export, brauchst du Brot? Ich bringe dir schöne Brot. Und ich spiele die Tochter des Hodgers und der Hodger hat halt, das ist der Gemeindevorsteher. Der hat halt für seine Gemeinde halt diese Importbräute besorgt. Wunderschöne Bräute, bringe ich dir, gute Frau. Und die holt er ins Land und die mussten aber vorher so einen Deutschtest absolvieren, dass sie überhaupt kommen dürfen und auch bleiben dürfen. Und es stellt sich heraus, dass diese Prüfungen irgendwie gefälscht waren. Und das gibt natürlich mächtig Ärger. Und weil ich diejenige bin, die das irgendwie aus Versehen ausgequatscht hat und eigentlich schuld dran ist, dass das Ausländeramt überhaupt so drauf so anspringt, ich springe dann ein und gebe den Mädchen Nachhilfeunterricht, weil ich auch zufälligerweise Germanistikstudentin bin. Total, also da trifft ja so alles aufeinander. Und ich war ja auch total überrascht, weil das spielt ja alles in diesem türkischen Universum. Du sprichst da ja auch alles und du kommst aber ja eigentlich ursprünglich aus dem Iran. Ja, genau, ich bin im Iran. Gerade noch mal so kurz habe ich es eigentlich alles richtig im Kopf. Und in Berlin aufgewachsen. Aber halt so die Deutschtürken, die sind mir halt ziemlich nah, weil erstens habe ich sehr viele türkische Freunde und dann, das ist so, also wir sind zwar unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachen und so, aber wir sind ja dadurch, dass wir ja hier so die Mimimis sind, die Mitbürger mit migrantischem Hintergrund oder mit Migränevordergrund, wie ich manchmal sage, sind wir irgendwie in einem Boot und wir werden in den letzten Jahren auch immer wieder so zu denselben Debatten irgendwie so alle in Sippenhaft genommen. Und, nervt das eigentlich? Ja, klar nervt das, aber ich denke dann immer, was mich halt so nervt ist, dass ich denke, wir haben da noch gar nicht genug drüber geredet. So. Weil ich finde, das ist so eine elitäre Debatte, wo so irgendwelche älteren weißen Männer in irgendwie Redaktionen sitzen und immer sagen, ja, der Fremde, wer ist denn das, wie tickt denn der? Und für junge Leute spielt das ja gar keine Rolle. Du hast ja also auch junge Geschwister. Genau, zum Beispiel meine Geschwister, die waren auch gestern bei der Kinopremiere dabei und fanden das irgendwie total geil, diesen Film zu sehen. Weil für die ist es ja schon längst Realität, dass sie halb Deutsche, halb Iraner in dem Fall sind. Die kennen das ja gar nicht anders und das ist aber gar nicht so Teil ihres Alltags, sondern die gucken halt gerne einen YouTube-Channel und gucken irgendwie, was andere junge Leute machen und so, wie die ihren Alltag leben. Und diese ganzen Debatten, diese politischen Diskussionen, das tangiert die überhaupt nicht. Das ist das Verrückte, aber bei uns zum Beispiel im Team, wir haben auch also querbeet durch alle Länder, es sind Leute dabei, Helena 587, die kennt ihr ja alle, ist zum Beispiel auch aus Jordanien, ist aber in Beensberg groß geworden, ne? Sagt dann auch mal, na Moment, ich komme aus Beensberg. Wir haben Polen, Türken, sämtliche Nationen und es fällt einfach gar keinem auf und es interessiert halt auch gar keine Sau. Nein, das ist halt echt so eine Sache, das wird sich in den nächsten 20, 30 Jahren, wird das so ein bisschen aussterben, diese Debatte, weil wir ja alle da sind. Wir sind ja da und machen unser Ding irgendwie und wir beschäftigen uns mit Games oder mit Filmen, die wir gut finden oder solchen Sachen und wir haben ja jetzt gemerkt, so diese ganzen Pegida-Gegendemonstranten, das ist ja die überwältigende Mehrheit, also ganz Deutschland ist ja für Vielfalt und da habe ich mich auch so gefreut, dass der Film einmal in Köln spielt, also immer wenn ich dann sehe, ja, das ist Köln, ach guck mal, das ist doch da, dann geht ja als geborener Kölner mein Herz immer so, das geht immer bam, 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 und ich richtig, ne? Ja, das ist schon vor allen Dingen, ich meine, man muss ja sagen, die Establisher in Köln sind natürlich immer sehr ähnlich, wenn man immer wieder den Dom sieht, musst du auch ja, lachen, klar. Ihr fahrt ja auch, als ihr Richtung Flughafen fahrt, genau in die andere Richtung, Hauptsache der Dom ist zu sehen, das sind dann so schöne Momente, aber ich freue mich, auch gerade weil du das ansprichst, weil hier in Köln ja so unglaublich viel auf die Straße gegen Pegida gegangen sind, dass ja einfach alles, also die mussten es ja absagen. Ja. Wie nimmst du das aber wahr? Nimmst du das als so trotzdem irgendwie als Bedrohung wahr oder denkst du, lass sie jetzt alle mal, das beruhigt sich wieder? Ja, also es gibt halt so beinharte Rassisten, die wird man nie überzeugen können. Da kannst du noch so viele tolle Filme irgendwie zeigen und versuchen, die so zu öffnen und ihnen zu erklären und ihnen so die Angst zu nehmen. Das wird sich nie ändern, aber die haben auch ganz andere Interessen. Dann gibt es halt sehr viele Leute, die da irgendwie mitlaufen, weil sie irgendwie Frust haben und nicht wissen, wie sie das anders kanalisieren können.
Aber das Tolle ist ja, und das ist eigentlich die gute Nachricht, über die wir eigentlich reden müssen, dass einfach sehr, sehr viele Leute es für selbstverständlich nehmen, dass es so Leute wie mich und dich gibt und dass wir irgendwie zusammen im Studio sitzen und uns über gute Sachen unterhalten. Meine schönste Erfahrung aus den letzten Wochen war, dass ich gesehen habe, wie schön eigentlich die ganzen Kulturen hier integriert sind, weil ich bin nach München. Bei München saß ich im Taxi und der Taxifahrer hat mich gefragt, wo ich herkomme. Es war Türke. Ich sage, ja, aus Köln. Ja, nee, wo kommst du ursprünglich her? Woher? Welche Kultur? Ich sage, ja, Deutschland. Das kann nicht sein, so einen schönen Bart hat kein Deutscher. Du musst Südländer sein, vielleicht bist du auch Türke. Und es war halt so witzig, weil man selber festgestellt hat, es ist eigentlich der türkische Taxifahrer denkt so, hey, du bist doch auf jeden Fall auch einer von uns, dass es eigentlich total egal ist. Und das war für mich so ein schöner Moment zu sehen, so eigentlich ist in Deutschland in den meisten Teilen eigentlich alles easy, weil wenn man selber dann auch, also du kannst mal das sein, hier ist es eigentlich wurscht, weil wir einfach ein total lustiges Taxifahrer haben. Genau, das nennt man so hybride Identität, weil auch durch die Möglichkeiten des Internetses, bei mir hat man früher als Kind, ich war in der Internet-AG. Ich auch. Bei mir waren so die Nerds und alle haben so gesagt, so Internet AG, das gibt's vielleicht noch ein Jahr, aber das hat doch keine Zukunft und so. Und haben dann so gefrotzelt. Und ich meine, mittlerweile ist es halt so, wir haben so viel Wissen angehäuft über die ganze Welt und wir haben so viele Möglichkeiten und wir sind so vernetzt, dass unsere junge Generation sich halt gar nicht mehr so an diesen althergebrachten, verkrusteten Sachen irgendwie orientiert, sondern wir sind halt anders. Wir sind auch emotionaler, wir vermitteln unsere Geschichten so mit Gefühlen und so. Weil ich habe halt auch die Zeit vor Handy und Internet erlebt. Ich bin genau reingewachsen. Ich war genau diese Zwischengeneration. Mit 16 habe ich mein erstes Handy bekommen. Ich auch, 2003. Bei uns ging es aber los. In der 6. Klasse hatten die alle schon ihr Alcatel. Damit ging es los, so erste Prepaid-Handy und ich bin eingestiegen mit dem 6310i. Mhm. Hauptsache noch Snake spielen. Aber ich kenne eben auch noch beides und ich kenne eben auch noch Fernsehen, Kino, Internet, also alles so zusammen. Und das ist halt so das Absurde, man muss bei den jungen Leuten gar nicht so um Toleranz oder so werben, weil das ist mir auch Schnuppe. Ja? Es ist irgendwie, haben wir irgendwie gute Laune? Können wir irgendwas machen? Können wir uns unterhalten über irgendwas? Was machst du? Wofür interessierst du dich? Und dann ist es völlig Schnuppe, wo einer herkommt, weil wir sprechen auch viele Sprachen alle und irgendwie. Und deswegen, das finde ich so toll und das müssen wir eigentlich sagen und erzählen, dass irgendwie die Jugend von heute echt gut drauf ist. Finde ich ein total schönes Statement und wünsche euch richtig viel Erfolg mit dem Film. Der hat nämlich saumäßig viel Spaß gemacht. Der hatte wirklich richtig, richtig gute Laune. Einfach auch aus dem Grund, dass man eben nicht immer nur so wirklich so auf die Fresse, ich mache jetzt einen Witz über die Deutschen aus der türkischen Sicht und umgekehrt, sondern der geht halt so in einem schönen Flow. Ja. Und das mochte ich total gerne. Aber vielen, vielen, vielen lieben Dank. Die Review, die verlinken wir euch jetzt nochmal unten links. Wer sagt, okay, ich möchte jetzt nicht immer alles über den Film wissen, weil ich das vielleicht schon geguckt habe oder wegen Pega sowieso ins Kino renne, dann gibt es für euch hier unten links noch die letzte Folge. 10 Filme, die man gesehen haben muss. Also links und rechts, links und rechts, links und rechts. Schaut gerne nochmal bei dir bei Facebook und Co. vorbei. Wir verlinken einfach alles von dir, was es im Internet gibt. Einfach komplett in der Infobox. Ja, verlinkt alles. Ich bin da zwar noch nicht so schnell und nicht so fit darauf zu reagieren, aber schreibt mir einfach. Alles in der Infobox. Klickt euch da komplett durch. Pega, herzlichen Dank, dass du da warst. Und in Kürze kommt noch ein schönes Video von uns beiden. Freue ich mich drauf. Drehen wir jetzt auch noch. Und dann sehen wir uns gerne bald wieder bei einer neuen Filmkritik oder bei einem Interview oder woanders. Hauptsache hier bei der Filmfabrik mit mir, dem Dom.